Willkommen Freunde hier auf meinem Kanal, mein Name ist Flo und wir schauen uns heute zusammen den neuen Track vom lieben Hengste an. Ja, das Album, Freunde, jetzt schon mal merken, droppt am 25.01. in der Beschreibung verlinkt. Gönnt euch das auf jeden Fall und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt hier rein. Dann noch fix, bevor es startet, Freunde, ja, grüße ich wie immer eine Person von Instagram und zwar den lieben Paul. Wenn du auch einen Shoutout haben willst, folg mir einfach @flodaflo, immer irgendwelche Updates oder allgemein könnt ihr mir doch irgendwelche Fragen stellen, ja, falls ihr wollen solltet, ja. Jetzt, wie gesagt, hier vom Bass Sultan Hengst, den neuen Track, Bester Mann. Ist am 17.01. schon rausgekommen, also jetzt schon 5, 6 Tage her. Allerdings höre ich in letzter Zeit gerne so die Sachen, die jetzt bis jetzt released wurden vom Hengst. Und ich habe auch vieles von früher nachzuholen. Übrigens, viele fragen mich auch immer, wo meine Pullover her sind, ja. Ich trage so gut wie nur noch Pullover und Jogginghosen von Who Shot, ja. Könnt ihr gerne mal abchecken. Die machen guten Kram. Ist tatsächlich vom Hengst die Marke, ja. Deswegen hier auch ein bisschen die Verbindung irgendwie. Ja, wer den Hengst nicht kennt, Freunde, der habt ihr was verpasst. Zum Beispiel, was ich mir sehr, sehr gerne angehört habe, eine lange Zeit Ehrenhengst. Das finde ich bis jetzt die beste Auskopplung aus dem Album, die wir hören konnten. Deswegen freue ich mich jetzt auf Bester Mann. Mir gefällt jetzt der Grundton vom Album sehr gut. Also wenn das so alles in Richtung Ehrenhengst irgendwie bleibt, habe ich da auf jeden Fall Bock drauf. Er hat teilweise so ein bisschen mal Partymucke versucht, was ich nicht ganz feiern konnte. Er ist jetzt auch auf dem King Orgasmus One Album vertreten. Habe ich aber auch noch nicht reingehört. Ich freue mich jetzt aber, wie gesagt, erstmal hier drauf. Wie gesagt, die Box verlinkt. Ich sage viel zu oft, wie gesagt, Freunde. Es tut mir leid. Ich möchte gar nicht viel mehr labern. Wir schauen rein, Freunde, hier. Bass Sultan Hengst, Bester Mann. Checkt auf jeden Fall das originale Video ab, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Denn supportet den Boy auf seiner Reise. Weil er ist einfach ein Ehrenhengst, ja? Kann man nicht anders sagen, Freunde. Er ist ein Ehrenhengst. So. Oh ja, Mann, allein der Beat gefällt mir schon. Breit sind die Schultern, ich heiße Bass Sultan. Baby, du bist heiß wie ein Vulkan. Komm mal her, bist du trickig oder gibt es sickig? Ich spucke auf dein Poloch, glitschig. Und das Oh, sowas liebe ich, Freunde, sowas liebe ich, ja. Der Text ist nicht für jeden ausgelegt, jetzt für die ganz, keine Ahnung, für Nonnen, ja. Für die Nonnen unter euch. Ich habe 20% nonnischen Anteil hier bei den Zuschauern, habe ich in den Analytics gesehen. Für euch ist es vielleicht nichts, aber ich feiere das, Mann. Ich feiere das. Allein schon, wie er es rüberbringt, so richtig trocken einfach, ja. Und mit seiner krassen Stimme, also wirklich, der Hengst hat echt eine heftige Stimme, finde ich. Ich oder gibt es sickig, ich spucke auf dein Poloch, glitschig. Und es brennt in der Nase, das Pep, mein Logo ist ein Hase, auf Crack, es ist Bass Sultan Hengst. Ja, Mann, Freunde, Who Shot, ja. Sieht man jetzt hier gerade nicht, ne? Das Logo ist jetzt hier gar nicht drauf, Freunde. Ich kann euch mal ganz kurz irgendwas anderes zeigen. Friends, hier hätten wir jetzt... Schaut ja den Hasen auf Crack. Ehre, Alter, ja? Ehrenwert. So. Ich muss die Uzi laden, Mann. Rufe immer vorher im Gucci-Laden an. Du kleine Missgeburt. Siehst aus wie ein Trickbetrug von deinem Gesicht, Chirurg. Yeah, beste Mann. Ey, ich feiere das, man. Diese trockene Art und Weise, wie er es rüberbringt. Da, keine Ahnung, ist nichts Vergleichbares irgendwie. Nichts Vergleichbares. Geburt. Siehst aus wie ein Trickbetrug von deinem Gesicht, Chirurg. Yeah, beste Mann, trag kein Backpack wie du. Wenn ich mit dir fertig bin, machst du Hashtag MeToo. Lack ich fick deinem Wix-Verein, mach mal nicht auf Six, nein. Du kriegst einen Stich in dein Bein. Ich schicke Teenies wie Geld auch auf Hero. Der Zivinett bestellt Pistolero. Bester Mann, wen kannst du Wochenende im Pearl sehen? Wenn um ihn herum circa 10 Girls stehen. Beste Mann, wer hat immer was zu ziehen dabei? Denn er lebt das Berlin Crime Dealer Life. Beste Mann. Und wer hat denn beim Sektempfang die Schutzweste an? Leute sagen, Bester Mann. Beste Mann. Die Leute sagen, Beste Mann. Halt die. Boah, krass, Mann, hier, wie das gedoubbelt ist. Er hat echt eine heftige Stimme, Mann. Er hat echt eine heftige Stimme. Ich mag die Art und Weise, Mann. Ich mag die Art und Weise. Er hat sehr originelle Lines irgendwie. Also, er bringt sie halt diesen, mit diesem sehr stumpfen Humor einfach so krass rüber. Und es ist halt einfach echt. Originell, also jetzt die glitschig-Line fand ich schon sehr gut. Aber auch die anderen Lines, jetzt eben eine 6ix9ine-Line hatten wir. Solche Lines hat man so noch nicht gehört und vor allem wie er sie rüberbringt mit dem echt diesen ganz trockenen Humor. Ey, ich kann es euch nur ans Herz legen, Freunde. Wenn ihr vom Hengst noch nicht so viel gehört habt, holt das nach, Alter, das lohnt sich. Die Leute sagen, beste Mann, halt die Fresse, es gibt keinen Battle. Berlin bleibt hart auf dem City Crime Level. Yeah, deutscher Rap trägt jetzt Figurbeton.
Yeah, du zugezogener Hurensohn. Oh. Was jetzt sein auf Kanye und Mumble Rap. Ich muss auch sagen, irgendwie die Beleidigung, Alter. Missgeburt und Hurensohn habe ich noch nie so ästhetisch ausgesprochen gehört wie bei Bastard und Hengst, Alter. Real Talk. Yeah, du zugezogener Hurensohn. Mach's jetzt ein auf Kanye und Mumble. Und auch hier, Leute, sorry, dass ich so viel pausiere, aber diese kleinen Sachen, dass dieses Klatschen von ihm, ja, auf dem Beat geschnitten ist, Alter. Das sind solche kleinen Sachen, wo mir echt. Ja, Leute, da bekomme ich einen Steifen, Alter. Real Talk. Du zugezogener Hurensohn. Mach's jetzt ein auf Kanye und Mumble Rap. Aber hast er Barney, Gumble Swag. Ja, Mann. Und ich wette, Lansi lässt mich ran. Bester Mann, ich bagge auch die Fetten an. Alice Weidel, blas mir die Eichel. Gratuliere, du bist im Casting für Scheiße. Ey, auch einfach solche Lines, Mann. Ehrenmann. Keine Ahnung. Ich finde, Bastard und Hengst ist auch einer der. Ich habe ihn leider noch nie wirklich getroffen, ja. Aber was man jetzt so von ihm sieht in Interviews, Social Media, bla bla bla. Er kommt so als sehr ehrlicher und sehr ehrenhafter Mensch rüber, finde ich. Sehr sympathisch auch einfach. Ist einfach so. Ich bin der auf Beton schlief. In der Box ist ein Longsleeve. Bon Appetit. Zieh mich nackt im Zimmer aus. Im Axel Springer Haus. Sie lassen den Kanacken aus dem Affenfinger raus. Ich raste etwas aus. Im Wagen. Die Nutte nach der Party. Bei Hasia. Ne Suppe. Yeah. Wen kannst du Wochenende im Pearl sehen? Wenn um ihn herum circa 10 Girls stehen. Beste Mann. Wer hat immer was zu ziehen dabei? Denn er lebt das Berlin Crime Dealer Life. Beste Mann. Und wer hat denn beim Tag-Empfang die Schutzweste an? Leute sagen, Beste Mann. Die Leute sagen, Beste Mann. Wo ist der Beat, Freunde? Die Leute sagen, Beste Mann. Zino Beats und Ray Maddox, Alter. Die Leute sagen, Beste Mann. Stabiler Beat. Beste Mann, yeah. Boah, ey, krasser Track, Mann. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ja, aber ich liebe diese Art und Weise vom Hengst, weil kein anderer Rapper in Deutschland fährt diese Schiene, die er fährt, mit dem trockenen Humor, mit der krassen Stimme, gute Atmosphäre. Ey, es ist einfach geil, Mann, es ist einfach geil, es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören. Finde ich, ja. Freunde, wir kommen zum kleinen, großen Mini-Fazit. Wie ich schon gesagt habe, Freunde, ein sehr guter Track, meiner Meinung nach. Ich freue mich aufs Album, wenn das diesen Grundton hat, jetzt auch wie Ehrenhengst. Das ist beides ist jetzt sehr ähnlich gewesen. Ich mag seine Ausstrahlung, ich mag seine Texte, ich mag seine Art, wie er rappt. Er kommt auf den Beat extrem gut, es ist ein krasser Beat, man, so ein bisschen dieses Gangster-Life hier. Auch mit der Violine im Beat kommt das so ein bisschen gut rüber, finde ich. Sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Also wie gesagt, wir werden uns auf jeden Fall noch mehr anhören. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was zum Release direkt, also heute oder morgen, für die Box noch was rauskommen sollte, irgendwie eine Auskopplung. Aber die werden wir uns dann auf jeden Fall auch noch geben, weil ich habe das Gefühl, dass heutzutage nicht mehr allzu viele Leute den Hengst hören, was ich nicht verstehen kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass einige von euch jetzt hier nochmal bei der Box zugreifen werden. Wie gesagt, ist auch ein Longsleeve drin, da freue ich mich drauf. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, was ist hier mit diesem wunderbaren Video, ja? Falls ihr jetzt noch Bock habt, solltet ihr mehr von mir zu sehen, Freunde, kommt ihr hier einmal zu einer wunderbaren Playlist. Dort oben könnt ihr allerdings auch ein anderes Video einfach direkt abchecken. Ansonsten checkt oben nochmal die Infokarte, da sind auch nochmal einige Playlisten für euch verlinkt. Das war's mit diesem Video, Freunde. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Ich grüße noch einmal die Ehrenleute Simon, Philipp, Adidas 020, Edoras, Easy und den netten Letten. Bis dahin, bleibt fresh und ciao.